Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist ziemlich gutes Wetter und wir fahren heute an irgendeinen See oder so, machen dann Spaziergang, fahren mit dem Boot, was auch immer. Und ich habe hier schon so ein paar Sachen, die jetzt ich mitnehmen muss, die in den Rucksack rein müssen. Unter anderem sogar meinen Laptop, weil ich auf der Fahrt im Auto dann noch mein Video von gestern fertig schneide. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal ein. So Leute, ich würde sagen, ich habe alles. Und Alexa, wie viel Grad sind es heute? In Hamburg beträgt die Temperatur momentan 7 Grad bei teilweise sonnigem Himmel. Heute ist das Wetter voraussichtlich unverändert. Alexa, stopp. Das heißt, ich brauche sogar noch eine Jacke. Die hole ich mir dann gleich noch unten. Aber sonst habe ich meinen Rucksack komplett fertig gepackt und es kann losgehen. Gerade so ein bisschen durch den Wald spazieren gegangen, sind jetzt gerade hier an so einem schönen See gelandet. Das habe ich auch am Anfang vom Vlog gefragt. Ich weiß gar nicht, ob es hier jetzt gerade zu windig ist. Ich hoffe, ihr hört mich. Jedenfalls waren wir jetzt gerade noch was essen. Ich habe da so einen Burger gegessen, der hat mega geil geschmeckt. Und ja, wir gehen jetzt am See wieder zurück, sind halt wie gesagt im Wald hier hingegangen. Was aber ein bisschen nervig ist, dass hier alles voller Mücken ist. Das ist übertrieben nervig, aber sonst ist es hier auf jeden Fall ziemlich schön. Mein Rucksack mit Stativ habe ich auch dabei, wobei ich das Stativ eigentlich nicht wirklich brauche, weil ich eh keinen ND-Filter dabei habe und somit auch keine Langzeitbelichtung machen kann. Allerdings weiß ich ja nicht, wann wir heute Abend wieder zurückfahren, also vielleicht brauche ich es doch noch. Kann ja nicht schaden, das mitzunehmen. Und sonst muss ich sagen, der Rucksack ist auch übertrieben praktisch, weil sonst hatte ich halt einfach dauerhaft das Mikrofon auf der Kamera drauf, auch wenn ich es nicht brauchte und nur fotografiert habe oder so. Und jetzt kann ich halt, wenn ich gerade nicht filme, sondern nur fotografiere oder einfach halt gehe, das Mikrofon in den Rucksack tun und dann nervt es nicht die ganze Zeit auf der Kamera und da vorne kommen jetzt gerade welche. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen, denke ich mal. Drohnenaufnahmen müssten da vielleicht auch noch gleich kommen. Und ich würde sagen, bis gleich. Perfekt Leute, wir haben einfach mal die Drohne im Baum geflogen, aber sie ist dann zwar so halb runtergefallen, war noch so 3 Meter über dem Boden, hat sich dann aber wieder in der Luft gefangen tatsächlich. Das war ganz cool. Ein Propeller ist so ein bisschen kaputt, da ist so ein bisschen, ist halt so ein bisschen halb abgebrochen, aber man kann die ja auswechseln und so. Und wir haben ja, guten Tag Leute, hier ist Pascal aus der Zukunft. Ab hier geht das Video nicht mehr weiter. Der Rest von dem, was ich da gerade gesagt habe, hört man wegen dem Wind nicht mehr. Da habe ich nur noch gesagt, dass man die Drohne wegen dem Gegenlicht und so kaum gesehen hat. Und danach sind da auch keine Dateien mehr. Das heißt, abends, wo wir noch was gegessen haben und Abmoderation, ist alles nicht mehr da. Deshalb würde ich sagen, was ist jetzt von dem Vlog? Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne hier drauf drücken und meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Vlog wieder und ciao.